Hallo und willkommen beim Kaffeelehrer. Heute mit einer Maschine der Firma Sage. Und zwar ist das die vor einigen Monaten erst erschienene Barista Touch Impress. Ich nenne sie den Thermomix unter den Maschinen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Und zwar hat Sage darauf Wert gelegt, dass diese Maschine euch wie beim Thermomix mit Touchscreen durch das Programm führt. Das heißt also, ihr könnt alles hier mit der Maschine begleitend einstellen. Ist also für Anfänger besonders gut geeignet. Wenn ihr neue Bohnen nimmt, richtet sie das mit euch ein. Das heißt, sie bestimmt den Mahlgrad vernünftig mit euch. Sie hilft euch beim Tempen und so weiter und so weiter. Wir wollen jetzt aber nicht alles im Detail machen, sondern euch einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert in der Praxis. Wir haben Bohnen von der Kaffeerösterei Eisbrenner eingefüllt. Wir suchen jetzt aus. Wir nehmen hier mal einen Cappuccino. So, nein, Kaffeecrema, also ein bisschen aufpassen. Ein Cappuccino. Und wir haben hier drei verschiedene Bilder. Einmal links, da, wenn man da drauf drücken, wird der Siebträger mit dem Kaffeemehl befüllt. In der Mitte haben wir einmal das Glas und rechts die Milch. Wir haben mal gerade 9 eingestellt, relativ fein für doppelwandigen Siebträger. Jetzt drücke ich hier auf das Bild. Und jetzt kommt das, was wir auch mit einer Siebträgermaschine machen müssen, nämlich das Tempen. Das heißt, es wird verdichtet. Abstreifen heißt, wir haben ein bisschen zu viel. Jetzt nehmen wir hier diesen Razor, der dabei liegt. Und damit füllen wir das Kaffeepulver, was überschüssig ist, raus. Jetzt dampfen wir nochmal und schauen, was sagt er uns. Im nächsten Schritt lassen wir den Espresso durchlaufen. Hier oben wird euch dann die Extraktionszeit angezeigt. Und wir kommen raus bei 29 Sekunden. Perfekt. Und im letzten Schritt geht es jetzt um die Milch. Jetzt können wir hier einmal einstellen, welche Milch wir haben wollen. Kuhmilch, Mandelmilch, Hafermilch, Sojamilch. Und wie hoch der Schaum kommen soll. Temperatur 65 Grad ist das, was wir wollen. Dafür ist ja, wie wir gerade schon mal gesagt haben, dieser Sensor zuständig. Klappen das Ganze nach oben. Die Milch muss auf diesen Sensor bzw. Milchkännchen kommen. Und hier drauf wieder tippen. Und dann wird geschäumt bzw. erwärmt. Ja, gucken wir uns mal die Ziehphase an. Also die Milch kommt nach oben. Das ist ganz wichtig. Und wird auch ein bisschen verquält. Glaube ich, würde es per Hand selber machen, aber hier geht es ja darum, um die Einsteiger. Und dafür ist auch das Ergebnis. Jetzt sollte auch verlangsamt das Ganze. Jetzt geht es noch so ein bisschen um die Konsistenz und er erhitzt. Ist jetzt bei 48 Grad Celsius. Und bei den anderen Milchersatzsorten habt ihr dann natürlich auch eine andere Temperatur, eine andere Konsistenz. Das muss ja angepasst werden, aber das schafft die Maschine auch wunderbar. Das haben wir schon getestet. So, jetzt schauen wir mal. Und wir sehen also eine wirklich feinporige Milchschaum, den wir jetzt gießen können. Wir machen das jetzt ohne Latte Art, weil wie gesagt, wir wollen das hier für Einsteiger zeigen. Und haben jetzt einen wirklich gelungenen Cappuccino. Wohl bekommst. Ja, und jetzt kommt natürlich noch die Geschmacksprobe. Mmh. Heiß genug ist er. Also der hat gut die 93 Grad erreicht. Die Milch, wie gesagt, sehr feinporig. Tolles Ergebnis für Einsteiger. Eine Maschine, die wir euch empfehlen können. Für all diejenigen, die sich nicht an den Siebträger trauen, die sagen, ich möchte jetzt erstmal selber mich ausprobieren, möchte aber auch dabei unterstützt werden und möchte halt keinen Espresso aus dem Kaffeevollautomaten haben, weil der Espresso natürlich qualitativ nicht so gut ist wie aus dem Siebträger. Ja, von uns gibt es eine Kaufempfehlung. Mehr dazu in Kürze auf enjoy.de.